Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Und zwar geht es heute um, oder soll es heute mal um die GeForce GTX 1070 gehen von Republic of Gamers. Und natürlich Asus mit der Aura Sync Technologie. Ich weiß gar nicht, ob man das gerade so gut sehen kann. Aber ist halt derzeit bei den Asus Grafikkarten immer mit dabei. Und das ist die Strix OC mit 8 GB DDR, was hat sie denn? DDR5 Speicher, glaube ich. Und wie auch immer, die 1070, sie ist VR ready. Also ein grundsolides System an Grafikkarten. Und ich würde sagen, nie lang quatschen, wir machen sie mal auf. So, für die ganzen Ökos unter euch, ja, Karton im Karton, den anderen mal weggeschmissen, einfach nochmal dasselbe, nur mit Strix drauf und tatsächlich nichts anderes. Ökos werden jetzt heulen, weil sinnlose Umverpackung, und den machen wir natürlich auch mal offen. Und wir nehmen natürlich immer wieder erst das Wichtigste, das ganze Zusatzmaterial. Und schauen einfach mal rein, was hier drin ist. Hier ist so eine ganz schöne, tolle Hülle, wo ich immer Angst habe, die gerade kaputt zu machen. Asus In Search of Incredible steht da bloß drauf. Wieder recht easy und dezent und gechillt gehalten. Aber mal gucken, ob hier mehr drin ist, als wie es aussieht. Irgendwie tatsächlich nie. Also, wir haben hier so eine große Verpackung. Sieht man da alles? Nee, gerade nie. Und haben tatsächlich in CD-Hüllengröße so ein kleines Case. Mal gucken, was hier drin ist. So, und zwar, was ist das? Ein Installationshandbuch. Steht hier drauf. Speed Setup, damit es schnell geht anscheinend auch noch. Die Software-CD. Alles relativ Standard. Braucht man ja eh meistens nicht, weil man sich's aus dem Internet zieht. Und ne, zweimal dasselbe. Einmal noch hier unten liegen, ich hoffe, man erkennt das ein bisschen. Ich nehme es noch mit dran. Von Republic of Gamers. Das sind rein theoretisch. Wofür sind die denn da? Ich kenne es als Kabelbinderfunktion. Aber das sind keine Kabelbinder. Schauen wir mal, wofür das da ist. Weiß ich gerade noch nicht. So, gucken wir mal, was wir hier noch drin haben. Natürlich ganz viel Verpackungsmüll, den wir jetzt gerade nicht brauchen. Das nehmen wir auch mal noch weg hier. Und da haben wir sie dann auch schon. Ihr seht es jetzt schlecht. Ich packe sie jetzt gleich mal aus. Aber so wird sie erstmal in der Kiste ausgeliefert. Trotzdem komplett alles schwarz hier erstmal. Ich finde den Karton ziemlich groß. Machen wir auch mal kurz. Gucken wir mal kurz, ob wir hier noch was drunter haben. Aber, muss ich echt sagen, praktisch gemacht. Haben sie mitgedacht. So. Weg damit. Und so, wo geht sie denn auf? Die ist nicht komplett eingeschweißt, oder? Ah ne, die ist zugeklebt. So. Wir fangen auch direkt mal hinten an. Das ist nämlich eigentlich mit eins der coolsten Sachen, die wir bei der 1070-Baureihe haben. Und zwar hat das eine Backplate dran und ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob das Republic of Gamers Logo hier drüben, ob das beleuchtet ist. Das werde ich sehen, wenn wir es eingebaut haben. Ja, ab der 1070, glaube ich, ich weiß gerade nicht, ob die 1060 das auch schon hat, diese meines Erachtens viel, viel schönere Backplate, die einfach nur macht, dass das nie so nach Chips aussieht, sondern schön schwarz ist. Kann halt natürlich jede Firma auch machen, wie sie möchte. Aber ich glaube, bei der 1070 ist das ja zum Standard geworden, weil das eigentlich alle haben, die da so drin sind. So, wir machen mal wieder die Seiten rum. Und zwar fangen wir unten an. Haben hier unten natürlich wieder den PCI Express, den Anschluss dafür. Ja, die Passivlüfter, sieht man die jetzt? Ja, jetzt sieht man sie gerade mal. Genau. Und haben auf der nächsten Seite Standardanschlüsse. Ich finde tatsächlich, muss ich sagen, dieses Kabel hier, sieht man das? Dieses Kabel hier, ich weiß nicht, ich hätte gerade ein bisschen Angst, das sieht arg
zusammengequetscht aus. Dass das so nach dem Motto, man hätte vielleicht auch einen Zentimeter das länger machen können, bisschen woanders lang drücken können. Aber okay, das müssen die ja selber wissen. Das nächste Kabel sieht auch so aus. Aber okay, solange alles funktioniert, ist alles gut. So, von oben. Rim, haben wir es hier auch nochmal so. Steht auch nochmal Republic of Gamers mit drauf. Also ist halt Asus und Strix. Ich weiß gar nicht, ob man das... Ja, man kann es lesen. Strix steht auch mit drauf. Muss ich ganz ehrlich sagen, sieht eigentlich ganz schick aus. Das so, wie sie das gemacht haben. Kommen wir mal zu den Sachen, wie wir es kompatibel machen können. Und zwar, wir haben einmal DVI, wo ist er? Das ist der hier. Sieht man jetzt, glaube ich, gerade ganz schlecht. Es ist auch, ich glaube, ein ganz normaler DVI-Anschluss. Also ich glaube, ein normaler DVI, kein DVI-D oder DVI-I. Und natürlich die Bubbles dafür, damit es nicht einstauben kann, also schön sicher bleibt. Dann müssten wir rein theoretisch zweimal HDMI haben. Eins und zwei. Machen wir mal wieder zu, weil beide brauchen wir eh nicht. So, eins wieder zu und zwei wieder zu. Und wir müssten rein theoretisch... Oh Gott, der bleibt mir gleich. Ach, habe ich jetzt auch noch die Ports vertauscht hier gerade? Ja. Genau, okay, das war die beiden hier. Ist zweimal HDMI. Und die beiden hier ist zweimal DisplayPort. DisplayPort, wer es nicht kennt, ist die neuere Anzeigemethode für die, ich sag mal, guten oder ich sag mal für die Hochleistungsmonitore sozusagen. Einfach weil so ein DisplayPort-Anschluss irgendwie auch das 8K schaffen kann. Die Grafikkarte selbst, was schafft sie denn? Die schafft auf alle Fälle die 4K-Auflösung. Das ist auf alle Fälle kein Problem. Und ja, bei 8K bin ich mir tatsächlich nicht ganz sicher, ob das die 1070 schafft. Vielleicht eine wassergekühlte, übertaktete. Aber ich sag mal so, wer hat bitte schon die Verwendung von einem 8K? Das macht ja nicht mal ein Spiel derzeit, soweit ich weiß. So, ja. Ich würde sagen, das ist er. Ich lege es jetzt hier nochmal hin. Natürlich auf die Folie. Und ja, drei Lüfter ist es. Sind's. Und rein theoretisch, wenn alles richtig ist, laufen diese Lüfter dann auch erst los, wenn eine gewisse Betriebstemperatur erreicht ist. So ist es bei den neuen Grafikkarten. Und ja, was kostet die derzeit? 469 Euro. 469 Euro hält, ist, ich glaube, sogar mit sogar die höhere Klasse der 1070. Und ja, wir werden sie einfach mal einbauen und testen. Und ich hoffe, ihr konntet mit dem Unboxing jetzt ein bisschen was anfangen, dass ihr mal ein bisschen was von der Karte gesehen habt. Wenn ihr Fragen dazu habt oder irgendwelche Fotos braucht, schreibt es einfach mal in die Kommentare rein. Und dann hören wir uns einfach beim nächsten Unboxing wieder. Ciao!